Was geht? Niklas hier von PPF. Wir bekommen sehr häufig die Frage gestellt, warum wir eigentlich nicht unser Gesicht zeigen und warum generell so die meisten von unseren Trainern unbekannt sind. Das Ganze hat tatsächlich mehrere Gründe und die will ich dir einmal jetzt hier kurz und knackig in dem Video erklären. Also, wo ich damals angefangen habe mit PPF, so ungefähr vor 6 Jahren, da habe ich mein Gesicht auch nicht gezeigt. Warum? Ganz ehrlich, ich hatte einfach keinen Bock, dass mich irgendjemand erkennt, weil ich halt eben weiß, wie junge Menschen, gerade so junge Männer in Behörden, halt so sind. Denn unabhängig davon, ob man da irgendwas Geiles macht oder nicht, es wird sowieso immer geredet. Und da das Ganze für mich, wer auch das Video erkennt, zur Gründungsgeschichte von PPF sowieso am Anfang eher nur so eine Art Hobby war und nicht einen Beruf, den ich mal irgendwann ja, ausüben wollte, wollte ich mir persönlich den ganzen Stress damit einfach nicht angehen. Worauf ich auch keinen Bock hatte, war, dass das Ganze, obwohl es ja als Nebentätigkeit offiziell über den Chef und den Kommandeur sogar damals angemeldet war, hatte ich halt null Bock, dass irgendwie hinter meinem Rücken das Ganze dann irgendwie an den Chef meldet. Was dann aber dennoch passiert ist, denn ein damaliger Konkurrent, den es heute immer noch gibt, hat mich dann damals anonym an meinen damaligen Kompaniechef gemeldet. Ja, dann saß ich bei dem im Büro und obwohl das Ganze ja, wie gesagt, von ihm selber angemeldet war, musste ich mich dann halt bei ihm erklären. Musste ihm dann sagen, jo, ist alles vernünftig und so, das auch, hat er mich halt gefragt, so, ja, was haben Sie denn für Lizenzen, brauchen Sie denn irgendwas und können Sie denn überhaupt sicherstellen? Da kann man sich ja einfach so anmelden und damals gab es ja hauptsächlich nur fertige Trainingspläne, jetzt noch gar nicht so wirklich gecheckt, dass es ja auch das Individuelle noch gab. Naja, auf jeden Fall musste ich mich dann halt ja, bei dem mega rechtfertigen für alles und das Ganze war halt, wie du dir vorstellen kannst, ziemlich, ziemlich unangenehm und hat mir nochmal gezeigt, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, sein Gesicht nicht zu zeigen. Lustigerweise wussten die meisten Leute aus meiner Kompanie, bis auf einer überhaupt gar nicht, dass ich das mache. Obwohl sie mir und dem Account damals schon gefolgt sind. Und gerade nach dem Vorfall hatte ich einfach darauf keinen Bock. Weil ich weiß genauso, dass da bestimmt irgendwas erzählt worden wäre. Das geht höchstwahrscheinlich nie gut aus. Ich habe dann erst mein Gesicht gezeigt und die ist so ungefähr, ich glaube, ein gutes halbes Jahr aus der Bundeswehr raus war. So viel ist man zu mir und wo das überhaupt so ursprünglich mal herkommt. Aber bei unseren Trainern ist es eigentlich dasselbe. Denn die meisten davon sind noch irgendwo aktiv. Einer beim SDK, einer bei der BFE, beim Jagdkommando in Österreich, einer ist Minentaucher, der andere ist bei Personenschutz. Auch halt bei der normalen Bundeswehr, bei normalen Polizeieinheiten. Und die haben im Endeffekt aus ähnlichen Gründen einfach keinen Bock, dass sie erkannt werden. Was für mich und eigentlich auch für alle anderen vollkommen verständlich ist. Denn gerade wenn du zum Beispiel jetzt auch wieder ein Personenschutz bist, da kannst du es dir halt nicht leisten, großartig in der Öffentlichkeit zu stehen, wenn du diesen Job des Kameraden oder Kollegen irgendwo hinter ihrem Rücken dann schlecht reden oder sie melden. Und glaubt mir, das Thema Neid ist halt einfach auch in so Berufen ja mega, mega vorhanden. Auch wenn es sowas gibt wie Kameradschaft, habe ich alles halt leider schon erlebt. Auch der mich damals gemeldet hat, war währenddessen noch Soldat. Also eigentlich ja, Paragraph 12, Pflicht zur Kameradschaft, bla bla bla. Hatte ich auch nicht interessiert, weil ich damals schon fast größer war als er. Er offenbar darauf keinen Bock hatte, das nicht gut fand. Und sich dann gedacht hat, hey, guck mal, was passiert. Wenn ich dich anzeige, vielleicht hat er es ja nicht angemeldet. Deswegen, das Ganze hat auch nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwie hier, keine Ahnung, als mega krasse Typen darstellen wollen, die alle irgendwie krass geheime Jobs haben, wo niemand einen erkennen darf, sondern es geht im Endeffekt einfach nur darum, dass jeder in Ruhe seinen Job machen kann, ohne dass irgendjemand dazwischen funkt. Was die Trainer angeht, dazu wird es nochmal ein Video in Zukunft geben, wo wir auch ein bisschen mehr sehen können. Ich bin jetzt gerade noch mit den jeweiligen Leuten in Klärung, was ich halt sagen kann, was ich nicht sagen kann. Und das wird dann auch hier auf YouTube erscheinen in wenigen Wochen. Wenn ihr ansonsten Fragen habt zu uns, zu unserem Trainerteam, kommentiert gerne, schreibt uns bei WhatsApp, schreibt uns bei Instagram oder auch einfach gerne ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Da können wir auch schon mal ein bisschen mehr erzählen. Und ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, dass das ein paar Fragen von euch beantwortet hat. Wie gesagt, im Grunde ist es nichts Wildes. Es ist nicht irgendwie, dass man hier auf krass tun will, sondern aus völlig, finde ich zumindest, nachvollziehbaren Gründen, weil keiner halt Bock hat auf sowas. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein.